Willkommen zurück zu Mega Man X2, der Buster Only Challenge. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir die letzten X-Hunter ausgelöscht. Surges und Agile sind nicht mehr. Allerdings hat Agile danach noch einen Meister erwähnt, der ihn rächen soll. Ich denke mal, der Meister wird sich uns bald vorstellen. Aber gut, bringen wir erstmal X-Hunter Stage 4 hinter uns. Ja, mal ganz ehrlich, bei dem Gang hier, wer musste dann nicht an das Finale von Mega Man X1 denken? Genauso ein Schacht hat zum Final Boss geführt. Hier führt allerdings nicht zum Final Boss, sondern zu den Great Eight. Supi, ne? Und natürlich habe ich keine Ahnung, wer in welcher Kapsel steckt. Okay, schon mal Flame Stack. Und natürlich habe ich das. Aua. Oh. Natürlich habe ich das hier auch noch nie. Ohne. Körperrüstung gemacht. Schweige denn alle 8 Buster Only. Whoop. Final Stages habe ich eh selten mal so durchgerotzt. Schei. Okay, aber es läuft ganz gut. Ihr seht, der olle Hirsch ist blau. Er ist von Anfang an in seiner zweiten Phase. Das macht ihn ein bisschen unberechenbar, ob er jetzt zickzack springt oder gerade nach oben. Aber okay, das lief noch soweit ganz gut, ja. Das Dumme ist hier, ja, wir kriegen nicht sonderlich viel Energie, um uns aufzuladen. Nach jedem Kampf liegen hier oben 4 Energiekapseln. Und das war's. Oh Gott, wo machen wir jetzt weiter? Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal von unten nach oben. Yay, Bubble Crab! Es gibt wieder Krabbensalat. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Kann ich dich direkt wieder. Yep! Und gleich nochmal. Hi, ich hab gesagt gleich nochmal. Flop! Drück mir nichts auf die Pelle, ja? Zack, nächster auf Maul. Ey, Spring ist ja meine Devise. Klar. Boah, hier muss ich aufpassen wegen den Stacheln da oben. Was springst du mir entgegen? Das ist nicht nett. Ich spiele hier den Mario. Ist das klar? Das ist mein Spiel. Mamma mia. Double Crab, zieh das da rein. Ja, und ich sollte einsehen, dass ich gerade sowas von scheißen schlecht gegen das Spiel. Nein. Komm schon, ich muss über ihn kommen. Nur kein Missbauen, ja? Ja? Alter Schwede mit einem Strich. Ja. Entschuldigung. So knapp wollte ich das eigentlich nicht machen, ne? Aber gut, egal. Wir können uns ja ein bisschen aufladen. Dann einfach mal hoffen, dass wir Glück mit dem nächsten Ding haben, ne? Pff, ja. Pff, guck, was da zusammenkommt. Das ist nix. Wer ist der nächste auf der Liste? Ah, Gott. Wire Sponge, gegen dich spiele ich auch gerne mal dämlich.
Ja. Genau, zeig dich von deiner nervigen Seite. Aber du bist irgendwie zu doof, hier wegzuschießen. Kann das sein? Gut, dann werde ich das jetzt ausnutzen. Ich hier mal aufgeladen, wenn da reinbratzen. Ach ja, ein paar Saatkörner da sind jetzt nicht das Problem. Hier muss ich aufpassen, was er da mit seiner Kette so treibt. Ja, wenn das so weitergeht, ist das optimal. Aber er wird noch seine Rage-Phase kriegen. Und die sollte möglichst an der Wand stattfinden. Genau, genau. Weil dann bin ich hier safe. Bam, bam, bam. Und drauf. Yesa! Trotzdem kaum Energie über. Scheiße. Ach Gott, und irgendwo hier ist ja auch noch Schneckli. Hat schon keinen Bock mehr. Zur Not. Ich habe meine Energietanks aufgeladen. Ich habe 2 Leben. Okay. Na gut, machen wir die linke Seite komplett. Morph Mod. Auch so kein berauschend schöner Zeitgenosse. Kannst du mal fallen? Dankeschön. Mein Gott, ey. Okay. Ja, genau. Spring in ihn rein. Ich werde bei diesem Kampf sterben. Ich sehe es doch schon. Oh, wie habe ich das... Oh Gott, 2 Striche, 2 Striche. 2. Phase. Jetzt brauche ich schon Glück, wenn ich das hier noch schaffen will. Gut, er will schießen, er will schießen. Heißt weg. Schuss, Schuss. Ah. Tot. Tot. Wuhuhu. Immer auf den letzten Lebenspunkten rumkrüppeln. Yay, dat bockt. Ja, nee. Ist klar, hä? Machen wir die Seite von oben nach unten oder nach oben? Ja. Machen wir von oben nach unten. Komm. Und hier haben wir Wheelgator. Okay. Darf man wieder bei dich reinkommen? So, hoch, hoch, hoch. Beide Retten abwarten oder du kommst direkt. Tappt aber gleich wieder ab. Das hat mich jetzt unvorbereitet getroffen. Schiri Schiebung. Nochmal. Genau, so kannst du gerne weitermachen. Das ist kein Ding. So. Mal. Und noch einmal. Kein Ding, kein Ding. Die Stelle hast du schon zerbohrt. Da kannst du nichts mehr kaputt machen. Da kann ich immer noch locker drüber springen. Okay. Sägeblattphase. Und noch einmal Zahnarzt spielen.
Das kann ich schaffen. Das kann ich schaffen mit der Energie. Zap. Ah, bisher klappt es wunderbar, ihn. Der Höhe zu halten. Scheiße, jetzt hab ich's mir verbaut. Aber ich hab Glück, er spammt seine. Ja! Die linke Wand hätte ich nämlich nicht mehr hochgekonnt, weil er die beschädigt hat. Das hätte mich jetzt echt aus dem Rhythmus gehauen, aber. Gut. Er wollte den Ketten, den Kreissägenwerfer spielen. Und hat deswegen auf seine Untertauchung verzichtet. Gut, soll mir recht sein. Also ich denke mal, ich werde es machen wie bei den Hinrunden auch. Spätestens bei. Ja, bei Schneckli, Crystal Snail, werde ich einen Energietank benutzen. Sorry, aber ist so. Ich kann den Boss einfach nicht. Wobei, du bist auch scheiße. Weil ich dir so scheiße ausweichen kann. Wobei, ich kann mal versuchen, dich ein bisschen zu lamen. Natürlich nicht klappt. Wow! Nee, komm. Ja, dann kommt der Schuss und ich bin weg. Ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht ein bisschen aus dem Bild locken und dann. Auf den habe ich keinen Bock, deswegen schau jetzt mal, wer hier drin ist. Okay, Magna Centipede. Na, dann ist klar, wo Schneckli steckt. Wunderbar vorbeigeschossen. So, hier muss ich wieder vor seinem mächtigen Staubsauger aufpassen. Hey, und dabei ist er noch mal einen mitgegeben. Wunderbar. Was willst du mehr? Außer vielleicht einen Abstand. Tief. Hört auf, mich zu blocken. Nicht kuscheln. Das mag ich gar nicht. Okay. Er bleibt bei dem Kristall, also sein Schwanzspielchen. Okay, das klang jetzt zweideutig, aber ja, mir nur recht. Verzichte ruhig auf deinen Staubsauger. So. Trotzdem, den kriegst du noch mit. Nein. Die fette Vulkanette kriegst du nicht hoch. Oh, jetzt komm schon. Stirb doch einfach. Ah, das ohne einmal angezapft worden zu sein. Wunderbar. Ach ja, und wenn man hier Fähigkeiten abgeschaltet bekommt, nach dem Kampf sind die natürlich alle wieder da. So fies sind sie dann doch nicht. Das gilt nur für diesen einen Kampf, wenn der was deaktiviert. Jetzt habe ich die Wahl. Strauß oder Schnecke. Komm, dann doch lieber Strauß. Ich mag beide nicht, aber dann doch eher dich.
Von mir aus kannst du immer so weiterrennen, ja? Nein! Weil ich hasse es einfach, wenn sich Gegner außerhalb des Bildschirms bewegen. Ich kann die dann schlecht einschätzen. Mir egal. Ah, falsche Richtung, falsche Richtung. Das ist immer noch zu viel Energie. Hintergrund, Hintergrund. Genau, mach das hier. Das kannst du die ganze Zeit bringen. Nicht das. Nein, das ist... das ist scheiße, das ist... Ballerina für Schwule. Wir kriegen Schwule, aber... Ja. Was ist denn jetzt los hier? Sterben! Du! Sofort! Komm ja nie wieder! Ja, bei Gott, nur Leben. Kein Bock, das nochmal zu machen. So ist es halt. Wie gesagt, das wird ein Skillrun. Ich habe nur gesagt, das wird Buster Only. Die Energietanks sind fair unter den Regeln geholt. Also werde ich sie auch nutzen. Ende der Diskussion. Ihr könnt es besser. Nehmt ein Video auf und ja, verlinkt es in den Kommentaren. Will ich sehen. Aber auch bitte mit Kommentar, weil das zieht ja nochmal an der Konzentration mit. Ja. So, neben Spielen noch zu quasseln, das... Man glaubt es gar nicht, aber das kostet schon hier und da Konzentration. Okay, ich versuche jetzt hier möglichst nach da oben zu locken. Nein, warum fliegst du denn noch eine Runde? Ich will dich treffen. Darf ich dich vielleicht auch mal wieder angreifen? Dein Schneckenhaus gehört sowas von echt mit Eiern zu gekleistert, ey. Du hast es nicht anders verdient. Blöder Boss. Nee, das ist ein cooler Boss, aber ich kann den Buster Only nicht. Lass mich doch raus! Muss ich mir erst eine Heizdecke umlegen, damit ich aus dem Froststatus schnell wieder rauskomme, oder was? Ich mach doch schon Buttonmashing ohne Ende. Sagen, lass die Rübe draußen, ja? Du mich auch, ja! Ich hab doch Spring gedrückt, warum... Magst du es im Kristall zu kuscheln oder was, X? Hä? Entdecken wir hier... neue Seiten an dir. Puh, rotz nicht so viel Scheiße raus. Oh... Ha, noch erwischt. Oh Gott, jetzt habe ich die Phase ohne... also die Phase mit Verlangsamung. Oh, Schei. Natürlich geht der dicke Schuss in die falsche Richtung. Natürlich, natürlich, natürlich. Oh, verlangsame deinen Tod. Möge deine Qualen länger dauern. Ja, so ist recht. Thank you.
Es ist lange her, Mega Man X. Was? Sigma? Es scheint, als wären X-Jäger. Als wären die X-Jäger erfolglos gewesen. Sei nicht traurig. Ich habe neues Spielzeug für dich. Oh ja, der Erzfeind aus Mega Man X 1 ist zurück. Und er wird sich uns in der nächsten Stage auch schon stellen. Ja. Allerdings, ich mache jetzt hier wie bei meinem LP von Mega Man X 3 und werde diese, ja, die Great 8 Schlacht mal separat behandeln. Ausnahmsweise mal kein zweites Level in dem Part. Einfach weil das nächste Level das Finale ist. Mit Final Boss, mit Ending. Das wird auch nochmal lang und ja, von daher ist die große Ausnahme. Leute, beim nächsten Mal das Grande Finale gegen Sigma. Bis dann und ciao.